Ja, liebe Zuschauer, Zuschauer und Zuschauerinnen, ein herzliches Willkommen aus dem verregneten München. Genauer gesagt hier am Münchner Hauptbahnhof. Das Wetter hat urplötzlich umgeschlagen, wie ihr seht. Also ein riesiger Regensturm kommt hier runter mit Gewitter und Nebel und Wind und hat man nicht gesehen. Also es ist wirklich, naja, beschissen geworden. Und wir haben immer noch die Aufgabe, hier unseren Interregio-Sonderzug aus dem Bahnhof zu ziehen ins BW. Die 101 ist mittlerweile hier eingetroffen, müsste jetzt nur noch an die Wagen gekoppelt werden. Und dann ziehen wir diesen Zug aus dem, ja, vom Bahnhof weg ins BW. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Und die beiden Dieselschwestern, die hinten noch am Prellbock stehen, müssen wir auch noch rausziehen. Beziehungsweise die fahren selbstständig raus. Das machen wir alles in diesem Szenario. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich möchte. Würde sagen, wir koppeln gleich erstmal an hier. Stück müssen wir noch ranfahren und ja, dann sollte das alles so seinen Weg gehen. Ich habe mir gedacht, wir machen die Geschichte mal so ein bisschen weiter. Ich glaube, das ist auch mal ganz schön, wenn man das so macht und einfach mal eine fortlaufende Geschichte eines Zuges. Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das öfter haben wollt. Dann mache ich sowas gerne mal. Ja, schreibt einfach mal dazu. Euer Feedback würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. So, dann würde ich sagen, sehen wir zu, dass wir hier noch ein wenig an die Wagen ranfahren. Dass wir hier aus dem Gleis kommen, weil wir blockieren das Gleis im Moment und das ist ja alles andere als schön. Wie gesagt, ein bisschen müssen wir schon noch ranfahren. Wunderbar. So, das hat funktioniert. Dann würde ich sagen, koppeln wir das Ganze an. Wir müssen hier natürlich die Zugspitzensignale auf normal machen. Den machen wir auf vorwärts. So, die können wir jetzt, glaube ich, auf 40 machen oder machen wir jetzt mal auf 30. Ich glaube, wir sind 30 Ausfahrt. So, der ist entriegelt, genau. Da müssen wir aber noch kurz, die Zugsammelschiene muss noch aus. So, Zugdaten habe ich eingegeben. Wir gehen noch kurz hinter, weil wir haben hinten noch die Schlussleuchten an der Lok. Das ist, sollten wir eben ändern. Weil, wie ihr seht, und an dem Steuerwagen ebenfalls, das machen wir auch eben anders. Das heißt, wir öffnen das Ganze. Achso, ich öffnen sollte. Na komm. So, dann machen wir hier mal kurz die Schlussleuchten aus. Wobei die sind aus. Dann müssen wir das anders machen. Ich glaube, da müssen wir dies hier nehmen. Hier in diesem Schränkscan. Das hier ausmachen. Ich glaube, so war das. Genau, ich glaube, das reicht. So, dann gehen wir wieder raus hier. Jetzt. Ach, wunderbar, siehst du? So, dann schließen wir das Ganze wieder. So, dann gehen wir hier rein und machen hier einmal die Schlussleuchten aus. Also gehen wir einmal hier. Ach, nicht den Gottmord. So. Zack. Und jetzt ist das auch erledigt. Genau. Ja, wunderbar. Dann können wir vorne einsteigen und zur Route legen. Wir müssen jetzt die Spitzen. Ne. Wir müssen noch die Spitzensignale anmachen. Stimmt. So, Tür schließen. Ist das ein ekliges Wetter geworden? Meine Güte. War so schön, als wir hier ankamen. So. Das machen wir noch eben auf weiß. So. Dann sind wir hier durch. Wir müssen uns eine Route ins BW legen. So, und zwar hier rein, ne, hier hin, hier ist das BW, hier müssen wir den irgendwie hinbringen, falls das klappt. Das klappt, ich bin nur signalmäßig gespannt.
schauen, wie das wird. So. Ja, ich brauche nur den Zug nicht anmelden. Bei der Nutz BW. Ich bin gespannt, wie das signalmäßig passt. Sieht aber auf den ersten Blick mal gut aus. Auf jeden Fall können wir eine PCB beeinflussen, das ist klar. So. Hier funktioniert auch alles. Schlussleuchten sind an. So, und da stehen die 218, die wir nachher noch rausfahren müssen. Sehr, sehr schön. Es klappt soweit. Ich hoffe, das Signal ist nicht für uns. Das ist nicht für uns. Das ist nicht für uns. Das ist nicht für uns. Nein. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Das klappt ja soweit. So, können aber schon 40 können wir, glaube ich, fahren. Wunderschön. Wunderschön. Wir haben zwar gleich rot, aber das ist kurz vorm BW. Meter davor oder Abstellung anscheinend, so wie es aussieht. Ja gut, wenn das so sein sollte, wir können ihn auch dann da vorm roten Signal abstellen. Das ist jetzt auch nicht das große Problem. Warum kommt da eine Quietsche auf uns zu? Das ist doch nicht richtig, Leute! Leute! Warum? Was ist denn das jetzt gewesen? Kann mir das mal jemand sagen? Was ist denn das gewesen? Um Himmels Willen. Wie geil ist das? Wie geil ist das? Warum? Wir hatten doch kein Grot. Ich verstehe. Warum? Hä? Egal, das Video lade ich hoch. Ich möchte euer Feedback hören. Ich möchte euer Feedback hören. Das ist. Ach, geil. Wie kann denn sowas passieren, Leute? Wie kann denn sowas passieren? Das ist doch nicht normal. Entschuldige.